seit 1. Januar diesen Jahres ist Pfarrerin Annabel Cosima Platalla nun Pfarrerin in der Kirchengemeinde Langenaubach und im Nachbarschaftsraum Haigerstrut. Vor allem in Langenaubach und Flammersbach wird sie unterwegs sein. Gut ausgebildet und mit vielen Gaben ausgestattet, beginnt sie ihren Dienst. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Nachbarschaftsraum wird sie die Zusammenarbeit im Team brauchen, um mit ihnen zusammen die Kirche in der Region zu gestalten. Das Team im Nachbarschaftsraum freut sich ebenfalls über die neue Kollegin und heißt sie herzlich willkommen. Annabel Platalla ist bereit, sich auf die in unserer Kirche geltenden Bekenntnisgrundlagen zu verpflichten, wie sie im Grundartikel zur Ordnung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau festgestellt sind. Und Herr Dr. Wörner, der Dekanatssynodalvorsitzende des Dekanats, wird nun den Grundartikel unserer Kirche verlesen. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau steht in der Einheit der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche Jesu Christi, die überall dort ist, wo das Wort Gottes lauter verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden. Sie bezeugt ihren Glauben gemeinsam mit der alten Kirche durch die altkirchlichen Bekenntnisse und gemeinsam mit ihren Vätern durch die augsburgische Konfession, unbeschadet der in den einzelnen Gemeinden geltenden lutherischen, reformierten und unierten Bekenntnisschriften. Damit ist sie einig in der Bindung an die den Vätern der Reformation geschenkte und sie miteinander verbindende Erkenntnis, dass allein Jesus Christus unser Heil ist, uns offenbart, allein in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes, geschenkt allein aus Gnaden, empfangen allein im Glauben. Als Kirche Jesu Christi hat sie ihr Bekenntnis jederzeit in gehorsamer Prüfung an der Heiligen Schrift und im Hören auf die Schwestern und Brüder neu zu bezeugen. In diesem Sinne bekennt sie sich zu der theologischen Erklärung von Baden. Aus Blindheit und Schuld zur Umkehr gerufen, bezeugt sie neu die bleibende Erwählung der Juden und Gottes Bund mit ihnen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus schließt dieses Zeugnis ein. Ausgestattet werden sie von Gott. Den neuen Weg, den sie als Pfarrerin nun gehen werden, ist ein gesegneter Weg, der von Gottes Liebe durchdrungen ist. Es wird ein Weg sein, der von Gott begleitet ist, so wie ihr ganzes Leben von Anfang an von Gott begleitet war. Wir haben einen Gott, der uns stärkt, der uns hilft und der uns in allen Situationen des Lebens hält. Schon seit Ihrer Konfirmation haben Sie darauf vertraut, liebe Frau Platalla. Sie haben sich einen Konfirmationsspruch ausgesucht, der heute auch zu Ihrem Ordinationsspruch werden soll. Es sind Worte des Propheten Jesajas, die Sie seitdem begleitet haben.
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Diese Worte haben sie begleitet und getragen bis heute, bis zu dem Tag ihrer Ordination zur Pfarrerin. Dass sie Pfarrerin werden, war für sie nicht immer schon klar. Lange Zeit war es ihr Traum, Fluglotsin oder Pilotin zu werden. Als 17-Jährige machten sie ein freiwilliges Lotsenschülerpraktikum bei der Deutschen Flugsicherung in Langen und sie nahmen an den Hochschulerkundungstagen der Lufthansa in Frankfurt teil. Sie wollten dem Himmel nahe sein und die Weite der Welt erkunden. Als Pilotin, als Fluglotsin? Ihren Entschluss, Theologie zu studieren und Pfarrerin werden zu wollen, haben sie so kommentiert: Ich bin dem Himmel treu geblieben. Und dennoch hat sie das Thema Fliegen nicht losgelassen. Ihre Begeisterung rund um den Luftverkehr und ihre Leidenschaft im Feld Seelsorge haben sie nicht erst in ihrem Spezialvikariat am Frankfurter Flughafen miteinander verbunden. Im Studium beschäftigten sie sich mit dem Thema der Bedeutung von Gedenkstätten für die Trauerarbeit. Das führte sie zu der Gedenkstätte für die Opfer der Flugzeugkollisionen von Überlingen an den Bodensee. Sie wurden Mitglied im Verein Freundeskreis Brücke nach Ufa. Seither haben sie regelmäßig Kontakte nach Ufa und zu den Menschen des Freundeskreises. Im Kontakt mit den trauernden Hinterbliebenen und dem Freundeskreis haben sie gespürt, wie stärkend und hilfreich der Glaube an einen nahen Gott ist, der uns niemals verlässt, ganz gleich, was geschieht. Auch als Seelsorgerin in ihrer Vikariatsgemeinde in Herborn und bei der Flughafenseelsorge vertrauten sie auf die stärkenden Worte des Propheten Jesajas. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gerade dann, wenn, bildlich gesprochen, der Himmel einzustürzen droht, ist Gott da und sagt: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Mit diesem Glauben und mit dem Wissen, dass Gott sie in jeder Situation begleitet und stärkt, sind sie dem Himmel ganz nahe. Nicht als Pilotin oder als Fluglotsin, sondern als Pfarrerin, die mit Gott an der Seite durch das Leben geht und Menschen begleitet. Ihr Leben als Pfarrerin wird gestärkt sein von diesem Glauben. Als Seelsorgerin werden sie Menschen davon erzählen. Sie werden sie mit diesem Glauben begleiten und manches Mal trösten. Die Worte des Propheten Jesajas und der Segen Gottes, den wir ihnen gleich zusprechen werden, lässt sie gestärkt und zuversichtlich losgehen in diesen neuen Lebensabschnitt als Pfarrerin unserer Kirche. Es gibt viele Aufgaben, die auf sie zukommen werden. In Zeiten, in denen unsere Kirche sich sehr verändern wird und in Zeiten, in denen viele Menschen unter den zahlreichen Krisen leiden, ist es der Glaube an Jesus Christus, der uns stärkt und uns den Weg weist. Als Pfarrerin werden Sie mit den Menschen in Ihren Gemeinden, im Nachbarschaftsraum diesen Glauben teilen. In Ihren Gottesdiensten, in der Seelsorge, im Religionsunterricht und im Austausch mit den Jugendlichen im Konfirmandenunterricht. Sie werden bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen
von dem Gott sprechen, der uns allen sagt: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Mit Gottes Wort und seinem Segen werden Sie zuversichtlich und gestärkt den neuen Weg als Pfarrerin einschlagen. Doch Sie werden nicht alleine gehen. Im Nachbarschaftsraum Haigerstrut haben Sie Kolleginnen und Kollegen an Ihrer Seite, die sich auf Sie freuen. Als Verkündigungsteam sind Sie in Zukunft gemeinsam unterwegs. Sie werden sich gegenseitig stützen. Sie werden Ihr geistliches Leben teilen. Und Sie werden gemeinsam das Evangelium zu den Menschen bringen. Die Menschen in den Kirchengemeinden, die vielen Ehrenamtlichen und alle Mitarbeitenden werden mit Ihnen zusammen unterwegs sein, besonders auch die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. Und Ihre Kirche wird Ihnen fürsorglich zur Seite stehen. Dekan West, ich als Ihre Pröbstin, wir als Kirchenleitung, wir sind an Ihrer Seite. Gestärkt und mit Gottes Zuspruch und seinem Segen und gemeinsam mit anderen können Sie voller Zuversicht losgehen. Ich will nicht sagen losfliegen. Doch gehen Sie langsam los. Im ersten Jahr sind das Mitgehen, Zuhören und Entdecken, was schon da ist und war, meistens viel wichtiger als ganz viel Neues auszuprobieren. Leben Sie mit den Menschen Ihren Glauben. Sprechen Sie über den Gott, der Sie begleitet und stärkt. Und warten Sie nicht, bis die Menschen zu Ihnen kommen, sondern gehen Sie. Gehen Sie dorthin, wo die Menschen sind und teilen Sie Gottes Segen und seine Liebe aus. Das kann auch manchmal auf der Straße, im Einkaufsladen oder auf einem Platz oder in einem Kirmeszelt sein. Dann werden die Worte des Propheten Jesajas lebendig. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Mit diesem Zuspruch Gottes und mit Gottes Segen und mit unser aller Gebet dürfen Sie sich, liebe Frau Platalla, fröhlich und gestärkt aufmachen. Mit viel Mut, Freude und Zuversicht werden Sie Ihren neuen Lebensabschnitt als Pfarrerin beginnen. Gott stärke und segne Sie dazu. Amen. Der Apostel Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther: Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns.
So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Im Brief an die Gemeinde in Ephesus heißt es, er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Versprichst du, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, wie es in der Heiligen Schrift überliefert und im Grundartikel unserer evangelischen Kirche in Hessen und Nassau bezeugt ist? Und willst du deinen Dienst nach der geltenden Ordnung treu und gewissenhaft tun, zur Ehre Gottes und zum Besten der Gemeinde und der dir anvertrauten Menschen, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso frage ich euch, die Mitglieder des Kirchenvorstandes dieser Gemeinde und des Nachbarschaftsraumes. Seid ihr bereit, Annabel Cosima Platalla als eure Pfarrerin anzunehmen? Und versprecht ihr, mit ihr getreu eurem Gelöbnis als Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherin zusammen dem Aufbau der Gemeinde zu dienen, so antwortet ja mit Gottes Hilfe. Lasst uns beten. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du Pfarrerin Annabel Platalla berufen hast, deiner Kirche mit Wort und Tat zu dienen. Und wir bitten dich, leite sie durch deinen Heiligen Geist, dass sie dein Wort recht verkündigt und deiner Gemeinde mit den Sakramenten nach deinem Willen dient. Bewahre sie nicht vor, aber in Anfechtung und Zweifel. Schenke ihr Mut und Zuversicht, dein Heil vor der Welt zu bezeugen, zur Zeit und zur Unzeit. Erhalte deine Kirche und alle, die ihr dienen, in deiner Wahrheit, bis an den Tag, an dem du dein Reich vollenden wirst, in Herrlichkeit. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder. Amen. Liebe Schwester, dem Auftrag gehorsam, den Gott seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung, berufen und senden wir dich zum Dienst der öffentlichen Verkündigung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Gott hat dich in seinen Dienst berufen. Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Annabel, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du tust. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die Lichter meiner Gerechtigkeit. Annabel. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit
Wochenpsalm dieser Woche heißt es: Licht ist den Gerechten ausgesät, Freude denen, die geraden Herzens sind. Licht und Freude mögen dich begleiten. Licht und Freude darfst du auch anderen sein. Dazu segne dich. Gott segne deinen Dienst an allen, die dir anvertraut sind. So segne und behüte dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Verschiedene Farbkombinationen ergaben dabei unterschiedliche Schmuckstücke, ein Ring, ein Diadem und brachten damit unterschiedlich viele Punkte ein. Auf ihrer Juwelenjagd, da mussten sich die Konfis vor Polizisten und Dealerinnen und Dealern in Acht nehmen, die ihnen auf ihrem Weg auflauerten und die ihre ganz eigenen Interessen verfolgten. Und auch ich musste mich regelmäßig in Acht nehmen, dass ich nicht umgerannt wurde. Denn als ich meine Runde drehte und die Reflektoren neu verteilte, da konnte ich die Horde Konfis, die auf mich zuraste, immer erst hören, bevor ich sie sehen konnte. Gespielt wurde nämlich im Dunkeln. Die Konfis konnten die Reflektoren also nur sehen, wenn sie die Plastikbärchen oder Plastikscheibchen oder Plastikherzen, wie ich heute eins dabei hatte, im richtigen Winkel anleuchteten, zusammen mit den Taschenlampen, wie ich vorhin. Und als ich an diesem Abend mit meiner Taschenlampe so meine Runden drehte und die Reflektoren neu verteilte, da begegnete mir inmitten von diesem Leuchten und Funkeln der heutige Predigtext. Er steht im zweiten Brief an die Korinther: Geleuchtet haben an diesem Abend ganz besonders die Verse 6 bis 10. Sie lauten:
der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass wir die überschwängliche Kraft von Gott haben und nicht von uns. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Auch unser Text, der spricht heute von diesem Dunkel, diesem tiefen Schwarz, was wir sehen, wenn alle Lichter ausgehen. Oder wenn vielmehr noch gar kein Licht da ist. Licht soll aus der Finsternis kommen. Das sind Worte, die mich an die Schöpfungsgeschichte erinnern. Denn noch bevor Gott so richtig loslegt mit seiner Schöpfung, schied er am ersten Tag zunächst einmal Licht und Finsternis voneinander. Er tat dies durch sein Wort und brachte damit buchstäblich Licht ins Dunkel. Ein Licht, das am Anfang von allem steht. Ein Licht, das allem Wachsen und Werden den Weg leuchtet und eine Richtung gibt. Das Licht, könnte man sagen, ist wie eine Art Unterschrift Gottes in seiner Geschichte mit uns Menschen. Da, wo Gott draufsteht, da ist auch Gott drin. Ich denke da nur an die Erzählung vom brennenden Dornbusch, in dem sich Gott dem verdutzten Mose zeigt. An die Feuersäule bei Nacht, als das Volk Israel durch die Wüste zieht. Oder auch an die Worte des Propheten Jesaja, der davon erzählt, dass Gott sich seinem leidenden Volk in der Gefangenschaft zuwendet, für es da ist. Inmitten der Dunkelheit sieht dieses Volk ein helles Licht strahlen. Gott ist da. Er nimmt Anteil an dem, was Menschen passiert. Nicht zuletzt denke ich auch zurück an die Advents- und Weihnachtszeit, die gefühlt schon wieder sehr, sehr lange her ist. Die aber mit dem heutigen Tag, dem letzten Sonntag nach Epiphanias, eigentlich erst so richtig zu Ende geht. Ich denke an das helle Licht des Sterns, dem nicht nur die drei Weisen aus dem Morgenland und die Hirten, sondern auch wir gefolgt sind. Und der uns zu einem winzigen Baby geführt hat, das eines Tages von sich sagen wird, ich bin das Licht der Welt. Ein Licht, das Mensch wurde, das andere anstecken kann und das auch vor den finstersten Abgründen dieses Menschseins nicht zurückgeschreckt ist. Und damit hat er nicht zuletzt noch einmal das Licht von der Finsternis geschieden. Ein für allemal. Liebe Gemeinde, mit der Weihnachtszeit heute verschwindet, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, dann auch wirklich die letzte Weihnachtslichterkette oder die letzte Feiertagsdeko. Auf einmal schimmert und glitzert und leuchtet es bedeutend weniger bei mir zu Hause und auch an manchem Haus, wenn ich so um mich herum schaue. Es wird dunkler. Manch einer spricht, habe ich vor gar nicht allzu langer
Zeit im Frauenkreis gehört, der spricht vom Winterblues, vom Januarblues. Und auch, wenn wir es derzeit noch ein bisschen beiseite schieben, in 9 Wochen ungefähr ist Karfreitag. Vom Weihnachtslicht in die Dunkelheit ist Karfreitag. Von Engelschören hin zu maximaler Einsamkeit. Und das in nur 9 Wochen. Sportlich. Oder wie ich es nennen würde, das Leben. Nicht nur am Frankfurter Flughafen, sondern auch auf dem Konfikast letzte Woche und auch in den ersten Wochen bei Ihnen hier in Langenaubach und in Flammersbach, da habe ich erlebt, wie eng beides zusammenliegen kann. Licht und Dunkelheit. Ich habe auch erlebt, wie niederdrückend die Dunkelheit sein kann. In meinem Leben und im Leben von Menschen, die ich begleiten durfte. Momente, in denen man es für sich nicht fühlen kann, dass Gott spricht und sich Licht von der Dunkelheit scheidet. Momente, die wir vermutlich alle kennen. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. So heißt es in unserem heutigen Predigttext. Wie das Licht Gottes Unterschrift von Anbeginn der Zeit war, so wird Gott auch weiterhin nicht müde, seine Lichtmomente in unsere ganz persönliche Geschichte mit ihm einzuschreiben. Daran glaube ich ganz fest. Doch vielleicht brauchen wir in den Momenten, wo es ganz besonders dunkel um uns herum ist, etwas oder jemanden, der für uns leuchtet, der uns etwas von diesem ewigen Licht hineinbringt in unsere kleine Welt. Wie das Licht der Taschenlampe, das von einem Reflektor zurückgestrahlt wird, so können wir auch Reflektoren von Gottes Licht füreinander werden, damit wir für andere funkeln, damit wir für andere strahlen können. Eine Hilfe, sich auf dem Weg durchs Dunkel zurechtzufinden. Wir alle, wir können immer wieder zu solchen Reflektoren werden. Dann, wenn wir uns ganz bewusst nach diesem Licht ausrichten und auch dann, wenn wir es vielleicht auch gar nicht gemerkt haben. Wenn wir vielleicht zufällig im richtigen Winkel dahängen und für einen anderen Menschen strahlen und ihn berühren konnten. Heute im Gottesdienst, bei einem Besuch oder auch beim gemeinsamen geteilten Leben hier in unserer Kirchengemeinde. Ich bin mir sicher, Sie finden den richtigen Platz für sich. Und ganz bestimmt haben ihn einige heute und hier schon längst gefunden. Viele von den Menschen, die in meinem Leben Reflektoren dieses Lichts, dieser Liebe Gottes geworden sind, sind an diesem Tag, am Tag meiner Ordination heute hier. Ihr habt mir so oft den Weg geleuchtet. Ihr habt mir so viele Facetten, so viele Farben dieses Lichts gezeigt, dass ich mich so sehr freue, es weiterzugeben. Hier in Langenaubach und in Flammersbach und als Pfarrerin dieser unserer Kirche. Und damit ich mich immer wieder daran erinnere, werde ich jetzt, ich habe meinen Rucksack dabei, meinen roten Erkennungsrucksack, mit dem ich in Zukunft immer durch Langenaubach und Flammersbach laufen werde,
werde ich mir erstmal so einen Reflektor an meinen Rucksack dranhängen, um mich daran auch immer wieder zu erinnern. Weil ich finde, dass das vielleicht erst beim zweiten Hinblick ein Juwel von ganz besonderem Wert ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir beten für ein friedvolles Miteinander, hier vor Ort und über Ländergrenzen hinweg. Dafür, dass Menschen sich zusammenfinden, ganz egal an wen sie glauben und wo sie herkommen, und sich einsetzen für die, die keiner hört, gegen Hetze und Hass, der Liebe und Mitmenschlichkeit ersticken will. Wir bitten dich, lass uns Wege finden, einander offen und respektvoll zu begegnen, auf das wir in unserem Gegenüber immer mehr sehen als das, was uns fremd ist, sondern vielmehr dein Ebenbild, in dem du uns begegnen willst. Wir beten für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinden, dass sie ernst genommen werden in ihren Ängsten und Platz ist für ihre Wünsche und Träume, dass wir sie ermutigen, sich einzusetzen für das, was ihnen wichtig ist, und für eine lebenswerte Zukunft, in der sie sich entfalten und friedvoll miteinander leben können. Wir bitten dich, schütze und begleite sie auf ihrem Weg, wenn sie ihre Erfahrungen machen und sich ihre eigene Meinung bilden. Lass uns Erwachsene ihnen helfen, wo sie uns brauchen, und gebe uns das Vertrauen, wo sie ihre eigenen Wege gehen müssen. Lass uns in ihnen nicht nur die Zukunft, sondern schon die Gegenwart unserer Gesellschaft und unserer Kirche sehen. Wir beten für alle, die sich im Studium, im Vikariat oder auch im Probedienst auf ihrem Weg in den Pfarrberuf gemacht haben. Wir denken dabei ganz besonders an die, die in diesen Wochen ordiniert werden und ihren Dienst auf ihren ersten Stellen beginnen. Dass sie auch Menschen treffen, die ihnen zuhören und die sie immer wieder erinnern an ihre Stärken, an ihre Talente, an das, was sie unserer Kirche geben können, die sie begleiten und zu ihnen stehen, in Momenten voller Segen, aber auch in Zeiten des Zweifels. Wir bitten dich, lass sie auch Gemeinden treffen, die ihnen Raum und Zeit geben, um sich zu entfalten und ihre Rolle zu finden, die sie unterstützen und die Freude daran haben, auszuprobieren und Kirche neu zu denken. Wir beten für die Kirchengemeinde Langenaubach und Flammersbach und die Menschen, die sich mit ihrer neuen Pfarrerin Annabelle Hertaler auf den Weg gemacht haben, dass sie zusammenwachsen und glückliche und traurige Momente miteinander teilen können, dass sie das Vertrauen zueinander und ineinander finden und respektvoll und wertschätzend sich begegnen. Wir bitten dich, lege du deinen Segen auf das, was kommt, auf das, was wachsen will im Miteinander, im gemeinsamen Arbeiten. Und sei du auch da, wenn es schwierig wird, wenn Meinungen auseinandergehen und Standpunkte aufeinander prallen. Erinnere sie immer wieder daran, dass sie durch dich verbunden sind und gib ihnen den Mut, Herausforderungen hoffnungsvoll anzugehen. Wir denken auch an die, die heute nicht hier sein können, die bei dir sind, in ihrem ewigen Zuhause, geborgen in deiner Liebe. An einem Tag wie heute, Gott, da merken wir noch einmal ganz besonders, dass sie fehlen.
Wie schön es wäre, wenn sie dabei sein könnten. Wir bitten dich, lass uns einander heute verbunden sein. Lass dich Himmel und Erde berühren, auf der sie an diesem Tag, wenn wir miteinander feiern und uns begegnen, ganz tief in unseren Herzen dabei sind. Und Gott, mach du die Tür vielleicht ein Stückchen weiter auf, für heute, damit etwas von uns hier zu ihnen dringt. Und alles, wofür es keine Worte gibt, wofür wir gerade nicht die richtigen Worte haben, das legen wir in das Gebet, was Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in den Ewigkeit. Thank you.
Bis gleich. Hallo. Dankeschön, dass du da bist. Nach Langaubach gezogen. Ich kannte nur meinen Mann und ein paar seiner Freunde. Als ich das erste Mal zum Elternabend nach Dillenburg ging, wurde ich gefragt, ob ich diejenige wäre, die nach Langaubach gezogen sei. Ich bejahte und guckte erstaunt. Die Person, die mich gefragt hatte, sagte, da hält man es nicht länger als 6 Monate aus. Ich bin immer noch hier und fühle mich sehr wohl. Wenn man die Leute erstmal kennt und die Leute dich kennen, ist es ganz einfach. Wie jedem Mensch gefällt es den Aubachern, wenn man freundlich und zuvorkommend ist. Und das dürfte dir nicht schwer fallen. Ich wollte dir mit dieser Geschichte keine Angst einjagen, nur zeigen, dass du dir keine Sorgen machen musst, egal was man so über Langaubach hört. Wir, der Kirchenvorstand und die Gemeinde, freuen sich, dass nach der Vakanz wieder Leben im Pfarrhaus ist. Es wird wieder eine Regelmäßigkeit geben und die verschiedenen Gruppen und Kreise an die Hand genommen werden, soweit das nötig ist. Vielleicht gibt es schon neue Ideen oder alte Gewohnheiten werden wieder aufgenommen, die während der Vakanz abgesteckt wurden. Aber alles Schritt für Schritt. Wir sind da und helfen, wo wir können. Wir wünschen dir einen guten Start und viel Freude bei deiner Arbeit. Mein Name ist Kevin Reber. Ich darf heute im Namen unserer Vereinsgemeinschaft Flammersbach sprechen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem heutigen Tag. Ich wünsche uns für die Zukunft viel Freude und eine gute Zusammenarbeit bei unseren gemeinsamen Aktivitäten in Flammersbach und hoffe, Sie werden sich wohlfühlen in unserer Gemeinde. Von daher bleibt mir nur zu sagen, alles Gute für die Zukunft. Bei dieser Möglichkeit noch ein kleines Präsent für Sie. Dankeschön. Vielen Dank. Gut gedacht, ich habe eine Tüte, wo alles dann reinmacht. Und jetzt mal gerade an alle gerichtet. Ich habe 3,5 Jahre in Langenaubach gewohnt. Links und rechts waren meine Nachbarn normal.
Herr Winfried von der EFG Lammersbach. Ja, liebe Annabelle, wir konnten uns ja schon etwas näher kennenlernen im Rahmen der Planung und der Durchführung der Allianz Gebetswoche. Und deshalb sind wir ja auch schon beim Du angekommen. Ja, und du hast mich gebeten, ein kurzes Grußwort auch im Namen der EFG Lammersbach zu sagen. Dem möchte ich gerne nachkommen. Aber mir ist es auch ganz persönlich ein Anliegen. Denn ich denke, gerade die Arbeit in unseren Kirchengemeinden und anderen Gemeinden wird ja einfach nicht einfacher. Ich glaube, das ist auch eben schon in der Predigt angeklungen. Und so denke ich, es ist einfach ein Gebot der Stunde, dass eben die, die von sich bekennen, Christen zu sein, einfach nicht irgendwie nebeneinander her, sondern miteinander diesen Dienst tun. Und ich denke, da ist gerade auch in den letzten Jahren doch sehr viel Gutes und viele gute Ansätze sind da entstanden. Und da gibt es sicherlich auch noch viele Möglichkeiten, die weiter auszubauen. Ja, und dann haben wir ja eben schon gehört, haben wir ja in Lammersbach eine sehr aktive Vereins- und Dorfgemeinschaft. Und ja, und die lebt natürlich auch von dem Engagement unserer Kirchengemeinden. Und ja, und da hat es sich auch wirklich gezeigt, dass gerade solche gemeinsamen Veranstaltungen wirklich eine gute Möglichkeit sind, auch die Mitbürger zu erreichen, die jetzt nicht notwendigerweise Mitglieder unserer Kirchengemeinden sind. Ja, und von daher freuen wir uns einfach auch da auf die gemeinsame Arbeit und vor allen Dingen auch auf viel ganz neue Ideen von dir. Und so, dass letztendlich dieser gemeinsame Dienst doch ein Segen für unsere Ortschaften dann sein kann. Ja, und ein kleines Willkommen noch. Dankeschön. Ja. Ja, als Vertreter der Freien Evangelischen Gemeinde Langenaubach möchte ich Sie alle ganz herzlich grüßen. Ich möchte dir, liebe Annabelle, alles Gute wünschen und auch Segenswünsche von der Gemeinde übermitteln. Und wie sich das gehört, zur Ordination bringt man Geschenke mit. Und ich habe hier auch ein Geschenk mitgebracht, möchte aber noch nicht verraten, was drin ist. Aber ich möchte schon verraten, was draufsteht. Nämlich ein wunderbarer Vers aus dem Brief an Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und so möchte ich drei kurze Dinge sagen, die mir daran sehr wichtig geworden sind. Paulus, er ist der väterliche Mentor von Timotheus und ein guter Wegbegleiter, verwendet hier nicht den Imperativ, und ich sage dir, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sondern er fängt hier an und sage, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist mein gut gemeinter Ratschlag an dich. Und interessanterweise beginnt er diesen Vers mit dem Verb. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass man einen Satz mit dem Verb beginnt. Und so sagt er, kämpfe. Und wenn wir das Wort Kampf hören, zucken wir immer so ein bisschen zusammen. Wir haben ja historisch gesehen da schlechte Verbindungen zu dem Wort Kampf. Und wenn wir abends die Nachrichten anschauen, dann sehen wir auch viele Kämpfe, die stattfinden. Leider viele Kämpfe um Dinge, die nicht sein müssten, die uns Menschen das Leben untereinander wirklich schwer machen und erschweren. Und dann komme ich zum dritten Punkt, und er schreibt hier, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ich glaube persönlich, es gibt nur diesen einen guten Kampf, nämlich die Beauftragung von Jesus Christus selbst in diesem Missionsbefehl, geht hin. Und das ist für mich dieser gute Auftrag und dieser gute Kampf, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, für den es lohnt, dass wir miteinander kämpfen als Gemeinden an dem Evangelium. Das haben wir ja schon getan in Beginn der Allianz Gebetswoche. Und ich denke, das sollten wir auch weiter ausbauen, dass wir uns als Beauftragte sehen in diesem guten Kampf, den wir kämpfen sollen. Und gerade du hast jetzt als frisch ordinierter Pfarrer hier dieser Kirchengemeinde so manche Herausforderungen zu meistern. Und es wird schöne Dinge geben und es wird herausfordernde Dinge geben. Und wer könnte das natürlich besser sagen als Paulus? Paulus hat ja als Amtsinhaber so manche Höhen und vor allen Dingen Tiefen erlebt, manche Krisen und extreme Herausforderungen.
und von einem Verfolger der Gemeinde wurde er selbst verfolgt bis in zum Tod und stand hier auf der Abschussliste. Also ein erfahrener Kämpfer im Reich Gottes. Und du wirst mit Sicherheit auch Gutes erleben und auch mit manchen Herausforderungen konfrontiert sein. Und deswegen ist das wirklich von uns ein Segenswort für dich auf dem Weg. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es soll dir Mut machen, dass du immer dann, wenn du an Punkte kommst, so an Tiefpunkte, wir haben das ja auch in der Predigt schon gehört, dass du wieder neu Mut fasst und dir wirklich dich im Glauben steigen lässt und dass du wieder mutig vorangehst und kannst diesen Glaubenskampf weiterführen. Und das ist hier auf diesem Geschenk sozusagen abgedruckt. Das möchten wir dir überreichen und wünschen dir alles Gute und den Segen Gottes für deinen Dienst. Danke, André. Von den Heimat- und Wanderfreunden Aubach, glaube ich, so heißt das. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Für die Heimat- und Wanderfreundin, also der Vorstand bin ich und werde trotzdem gekommen. Eigentlich wusste ich gar nicht, was kaufe ich, was schenke ich. Da habe ich eine bekannte Pfarrerin gefragt, was würde dir gefallen? Die ist auch vor kurzem ordiniert worden. Ja, da hat sie mir ein paar Sachen geschickt. Ich konnte mich leider nicht entscheiden, habe dann alles in diese Aber ein ganz besonderes Teil ist das hier, das ist ein Riesenposter, gegeben in einem Blick. Als ich die natürlich aufgemacht habe, ich sah nur schwarze Striche. Dazu habe ich dann noch eine Lupe mit Licht. Also trotzdem wird es noch eine Herausforderung sein, das zu lesen, genau wie die Übernahme der Gemeinde. Aber dafür wünsche ich Ihnen viel Spaß, aber das schaffen Sie. Vielen Dank, ich habe ja ein Büro, wo es hin kann. Frau Nadja Wintermeier von dem Freundeskreis Brücke nach Ufer e.V., was mir jetzt noch nicht sagt, aber vielleicht gleich. Liebe Mitglieder der Gemeinde, liebe Annabelle, ich möchte meinen Worten einen Satz aus dem letzten Kapitel des 1. Korintherbriefs voranstellen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Liebe Annabelle, das Schicksal hängt nicht selten vom Zufall ab. Oder sage ich besser von der Fügung. Als wir uns vor einigen Jahren kennenlernten, hattest du noch studiert. Du hattest damals von dem Flugzeugunglück am Bodensee im Jahr 2002 gehört und wolltest darüber und über die Folgen für die Betroffenen deine Abschlussarbeit schreiben. Schon damals ist uns, und hier spreche ich für unseren Verein Brücke nach Ufer, deine engagierte, deine reflektierte, deine im besonderen Maße mitfühlende Art aufgefallen. Das sind Eigenschaften, von denen wir gerade heute gar nicht genug bekommen können. Deine gelungene Abschlussarbeit war für uns alle der Eintritt in eine wundervolle Freundschaft. Du bist immer wieder bei uns am Bodensee gewesen, hast dich für die Menschen interessiert und du hast mit einem ökumenischen Gottesdienst im Überlinger Münster einen sehr würdevollen Rahmen zur Gedenkfeier am 20. Jahrestag der Flugzeugkatastrophe gehalten. Dieser Gottesdienst wurde live in die baschkirische Hauptstadt Ufa übertragen. Und ich kann von den vielen Gesprächen, die wir seitdem mit den Menschen dort hatten, berichten, dass er sich bei ihnen tief eingeprägt hat. Liebe Annabelle, ist es nun Zufall, dass wir heute hier sind? Natürlich nicht. Wir möchten dir und den Gemeindemitgliedern von Haiger-Langenaubach herzlich gratulieren, dass sie sich für dich, für ihre neue, couragierte Pastorin entschieden haben. Auch das dürfte übrigens kein Zufall sein, dass die hiesige Kapelle aus dem Jahr 1749 drei Dorfbrände überstand und mit einer noch viel älteren Glocke gesegnet ist. Es ist auch ein Stück Erinnerung, ein Kompass, der uns zeigt, unser Mitgefühl immer wieder neu zu entdecken.
Aus unserer jüngsten Geschichte am Bodensee wissen wir, wie wichtig es ist, sich zu erinnern. Und du hast einen großen Anteil daran. Dafür danken wir dir ganz herzlich. Du übernimmst hier sehr starke Gemeinde, das haben wir heute gesehen und leibhaft erfahren. Aber manchmal, du hast auch sehr viel studiert, weißt auch sehr viel jetzt, wirst natürlich das auch anwenden, aber manchmal geht vielleicht auch dein Latein am Ende und dann wünschen wir dir auch mit diesem Buch vielleicht ein paar Ideen und Impulse, die du in deiner Arbeit verwenden kannst. Bitte schön. Vielen, vielen Dank. Und das ist auch noch. Danke, Tanja. Aber ich möchte auch noch einige Dankesworte für diesen Tag sprechen. Und zwar danke ich jetzt erstmal allen, die entweder geplant oder ganz spontan ein Grußwort hier vorne gesprochen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Katrin Mehrenberger vom Kirchenvorstand, Herrn Reber vom Vereinsring und André und Winfried, wo ist er? Winfried da. Vielen, vielen Dank, dass ihr für die Allianz gesprochen habt. Und Nadja, Andreas und Katja, vielen, vielen Dank, dass ihr heute auch Worte für unseren Verein Brücke nach Ufer gefunden habt. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte mich auch nochmal bei allen bedanken, die liturgisch und musikalisch am Gottesdienst eben mitgewirkt haben. Besonders dem, wie ich jetzt gehört habe, Langenaubacher Posaunenchor und Kantor Johann Lieberknecht, der jetzt leider nicht mehr da ist, aber an den wir gerade denken und an dem wir uns auch ganz herzlich bedanken wollen. Und auch bei denen, die mir ein Segenswort zugesprochen haben. An Frau Pröbstin Bertram Schäfer, wo ist sie? Dort hinten. An André, du stehst draußen. An Jürgen Lewalder, wo bist du? Hier. Und an Birgit und Johannes. Birgit, wo bist du? Da, Johannes, sehe ich. Und auch ein herzliches Dankeschön an alle, die das hier heute überhaupt möglich gemacht haben, die alles vorbereitet, die alles organisiert haben, die das alles so schön eingedeckt und mit Kuchen versorgt haben. Vielen, vielen Dank, lieber Kirchenvorstand, vielen, vielen Dank, lieber Frauentreff, lieber Krappelkreis, liebe Steffi Lang vom Büro, wo bist du? Hier. Und liebe Sabine, auch vom Büro, wo bist du? Sabine, sie schon nach Hause? Vielen, vielen Dank dafür. Und auch allen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch da sind und die auch eben im Gottesdienst da waren. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr mich auf anderen Wegen bedacht habt. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Habe in den Tagen verschiedene Karten bekommen, wo auch gute Wünsche drauf standen. Und ich möchte einfach sagen, ich freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich auf Kirche der Zukunft in unseren Nachbarschaftsräumen. Das wird bestimmt eine klasse Sache. Vielen, vielen Dank. Und ich bedanke mich auch nochmal ganz besonders bei denen kein Weg zu weit war, um hierher zu kommen. Die Leute, die vom Bodensee hier sind, Uwe Bürkle, du bist aus Wüstenrot hier. Vielen, vielen Dank. Ihr habt eine Menge Kilometer auf euch genommen, um herzukommen. Das finde ich total klasse und es rührt mich, dass ihr da seid. Wir haben uns lange nicht gesehen. Umso toller, dass ihr heute hier seid. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank Ihnen und euch allen.